Oh, vier Stück drin. Ach, da ist ja auch noch einer. Der da oben ist ja auch noch da. Die anderen sind natürlich ganz vergessen. Was machst du hier? Guckst aber eigentlich, du guckst gar nicht so weit dahin. Pass auf. Mal hier durch. Das gibt's doch nicht. Hat er mich gesehen, der Schlumi? Sehr schön durchgehuscht. Dann warten und dann Theodor. Oh Mann, Theodor. Kommst du da oben hin? Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Mal ein bisschen improvisieren, dann passt das schon. Das finde ich auch das Gute an Desperados, dass man hier halt halt auch, man hat so einen kleinen Random-Faktor, es ist aber nie, man hat nie das Gefühl, es ist jetzt unfair oder so. Das heißt, du kannst bis hier kurz hinterm Busch laufen. Frage ist, können wir ihn nicht auch von hier hinten? Ja, können wir. Und husch. Dass man hier halt so ein bisschen mehr spielerische Freiheit hat bei Speichern. Oh. Wie war denn das? War das hier mit? So war das ja. Warte mal hier. Okay. Dass man hier also ein bisschen mehr spielerische Freiheit hat durch diesen Random-Faktor. Bei Shadow Tactics wirkt das zum Teil doch sehr, sehr konstruiert. Ja. Okay. Warum ich die da oben weggemacht habe, weiß eigentlich auch keiner. Denn jetzt kommt der nächste dran hier. Oh. Eigentlich so eine halbe Solo-Mission hier. Okay. Dann speichern. Also wie gesagt, guckt ruhig mal bei Shadow Tactics rein. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Okay, jetzt wirst du da total. Ich bin da total aufgeregt, aber eigentlich auch nicht. Okay. Oh. Da hat er mich gehört, der Schlumi. So, dann können wir hier auch schon mal speichern und dann haben wir Kate hier. Dann haben wir Kate tatsächlich befreien können. Das ist doch super. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hatte ich auch, glaube ich, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen überhaupt gar nicht auf der Rechnung, dass man hier vielleicht auch einfach hier so vorgehen könnte. So, dann kann man, glaube ich, nämlich den hier oben mit dem. Ist ein bisschen aufgeregt. Jetzt könnte man versuchen, das Ganze zu beschleunigen. Jetzt hier.
Ja, das war auch der Beschleunigungstrick von mir, oder? Da passiert jetzt nicht viel. Sehr schön. Maku. Und tschüss, Taco. Und tschüss, Taco. Hat der nichts mehr? Ach, der wurde getroffen, wa? Ich glaube, wenn der getroffen wird. Oder habe ich die jetzt gerade abgelegt? Das Schöne ist, die ist ja auch so leise. Da passiert ja auch gar nichts. So. Dann räumen wir jetzt nochmal da oben auf. Ich meine, er ist jetzt zwar ein bisschen. Okay, das war jetzt. So, wie viel haben wir denn da noch? 120. Dann machen wir hier müssen wir ein bisschen fixer hier die ganze Geschichte. Alles klar. Gut, ja, hihi. Super. Okay, gut. Das heißt, ich weiß ja, ich glaube, ja, ich glaube, Kate ist da gar nicht drin, aber das war, ah ja, das war Doc und Kate ist schon weg. Verzeiht mir diesen kleinen Fauxpas. Wo war denn jetzt die Uhr? Die Uhr lag da oben. Ja, super, das ging ja. Ja, manchmal ist die Brechstange gar nicht so schlecht. Geht alles ein bisschen fixer hier. Okay, so. Dann brauchen wir Tee. Lustige ist ja, ich kann nur beide gleichzeitig hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Beide gleichzeitig hier. Nee. Warte mal, F5. Ich speichere mal. Ach so, ich kann die da reinlegen. Ja, das ist ja natürlich. Gut, jetzt haben wir eigentlich, jetzt haben wir aber noch nichts gewonnen, oder? Was haben wir gewonnen? Wir könnten jetzt. Ist ja geil. Ich kann nur beide oder gar keinen. Doch da. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen. Ah ja, jetzt wird er gleich erschossen. Okay. Das ist blöd natürlich. Das wollen wir natürlich nicht. So. Gut, dann müssen wir jetzt hier erstmal aufräumen. So, ihr bleibt mal schön hier dran. Denn dann kann ich die Folge noch ein bisschen strecken. Ja, das verkniffelte Problem hier unten. Also ich schätze mal. Na, leg die. Mann, Alter, leg die doch einfach dahin. Dann eins, zack. Okay. Gut. Also die Frage ist auch, könnte ich ihn mit einem Stein abwerfen, ohne dass es einer mitkriegt? Von hier hinten so durch. Das könnte man mal probieren. Das geht aber nicht, weil ich hier nicht durchkomme. Okay, dann hat sich das also auch schon erledigt. Ich könnte aber. Warte mal, lass mich mal probieren hier. Kann ich den? Also was passiert, wenn ich den hier? Der denn, ja, er wird sofort erschossen. Er wird sofort erschossen.
Vielleicht muss ich mit mir. Also, ist das eigentlich hier eine Blendgranate? Wo ist denn hier eigentlich? Hier, bist du eine Blendgranate? Aber die blendet wahrscheinlich nur irgend so einen oder was? Weil die hat ja hier. Die hat, ich habe schon mal probiert, da hat sie nicht so funktioniert. Vielleicht bin ich aber auch zu blöd, mit ihr zu spielen, das kann auch sein. So. Ja. Jetzt ist die nächste Frage. Wenn ich dich hier anlocke, was bringt das mir? Also bringt mir das überhaupt was? Lass uns mal probieren. Jetzt guckt er da rum und er wird erschossen. Das ist ja toll. Okay. Gut, ich muss dir also irgendwie auf. Also ich muss dir ja irgendwie. Muss ich dir ausschalten können. Ich habe nur gerade überhaupt keinen. Also, selbst wenn ich mit mir. Habe ich hier einen so einen. Okay, dann könnte ich den mit dem Blasrohr kaputt machen. Das könnte ich ja mal versuchen. Vielleicht schießt er ja auch nicht auf Dog. Das wäre ja. Das wäre ja mal ein Ding. Dann bräuchten wir sie tatsächlich ja mal. Okay. So. Warte mal, was ist das? Das ist W. Ah ne. W ist die Pfeife. Q ist das. Ja. Ah ja, dann werden die abgelenkt, okay. Dann werden die abgelenkt. Gut, wenn ich da jetzt einfach mit Kuba reinheize. Also jetzt mal ehrlich. Dann mit Kuba und dann klack, klack, klack mache. Mein Dreier-Pistolenschuss. Zwei. Drei. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ja. War das auf Enter? Glaub schon. Was mache ich, wenn er dann dort zurückgeht? Alter, willst du mich verarschen? Wie schnell bist du denn? Ach nee, das geht ja auch gar nicht. Mit Enter. Da kann ich raufhämmern. Ja, kann ich raufhämmern hier, wie ich will. Wartet mal. Wir gucken mal hier. Tastaturkürzel. QuickTime. Aufstehen, hinlegen. Ach, ja. Okay, also die Leertaste ist hier mein bester Freund. Alles klar. Oh, die sind schnell wie die. Okay, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir die ganze Sache nur noch ein bisschen auspfeilen. Heißt, wenn ich programmiere. Achso. Wenn ich. Ich sagte, wenn ich. Nein. Wenn ich. Den hier noch programmiere. Der wird ja da ein bisschen Probleme haben. Der knallt immer dagegen oder was? Willst du mich verarschen? So, da. Ja, das geht. Okay. Quicktime.
Okay. Nochmal speichern. Muss hier direkt den abpassen. Ach, nee. Ich kann die da auch hinlocken. So ist nicht. Zack. Oh, der ist aber auch fix. Was denn jetzt? Warum hast du nicht dreimal geschossen, du Sau? Muss das so schwer gehen? Oder kann ich mich hier... wenn ich mich hier hinlege. Bin ich dann tot? Okay. Nerv, ey. Nerv, 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 nerv. Wie viel Mulmeln hast du denn noch? Ich hab's doch aber auch schon mal geschafft, oder? War doch jetzt gar nicht so blöd. Also, die Frage ist, holt er da hinten überhaupt aus? Ah ja, das geht. Lass mich mal. Pass auf. Wenn er kommt. Ja. Pass auf. Wir machen das anders. Wir warten. So, wenn er da hinten steht. Klack. Okay, dann geht's, glaube ich. Passt auf. Das machen wir so. Das muss funktionieren. Ich muss näher ran, denn. Muss näher ran, okay. Das ist hier, glaube ich, die erste trickige. Ach Mann. Willst du mich verarschen? Der lebt, der überlebt das? Okay, übersehe ich was, Jungs. Helft mir mal, helft mir mal, helft mir mal. Kann aber nicht so schwer sein. Okay, das heißt, ich muss einen auf jeden Fall zweimal erschießen. Pass auf, du machst den mal weg. Machst aber den. Dann machst, pass auf, dann nimmst du deine Waffe. Eins, zwei, zack. Okay. Ja, warum triffst du? Ah ja, genau, das war gut, das war gut, pass auf. Das heißt, der Dicke hat relativ viel HP, wie mir scheint. Den kann ich. Okay, F5. Und dann muss ich aber aufpassen, weil der kommt ja auch noch runter. Jetzt. Ach, zu lahm. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Wie war denn das? Ah, das war gut, das war gut, das war gut, wenn er da, genau, wenn er da hingeht. Jetzt. Naja, das war natürlich auch dämlich. Jetzt. Alter, willst du mich jetzt, ah, jetzt macht er das nicht dazu. Komm raus, komm raus. Nein! Nein, du Sausack! Perfekt!
Den habe ich nicht gesehen. Perfekt war der. Warum? Ich muss weiter vorlaufen. Ach, jetzt hast du den da schnell, oder was? Oh, Mann. Warum? Jetzt brauche ich, ich brauche Glück. Pass auf. Das war lahm. Genau. Ja! Na endlich. Danke, John. Wollten Sie dich etwa schon wieder hängen, alter Freund? Ich weiß auch nicht, warum zum Teufel das ausgerechnet immer mir passieren muss. Mein Hals scheint eine besondere Vorliebe für raue Handfaser zu haben. Wo ist Kate? Diese Aasgeier haben sie mitgenommen. Dann lasst uns schnell 5 Pferde auftreiben und die Verfolgung aufnehmen. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay. Ach. Und zur Strafe wirst du jetzt auch noch. Gut. Was mir übrigens gerade eingefallen ist, es kann auch sein, dass man, wenn man dieses Spiel aufnehmen will, dass das Game auch crasht, wenn man den Sound anhat. Ich habe ihn nämlich jetzt auch bewusst ausgestellt. Normalerweise hat man ja da, hat mich irgendwann mal ein User darauf aufmerksam gemacht unter dem Kommentar. Netterweise. Und es war eigentlich nur Zufall, dass ich die Musik aus hatte. Und das kann auch noch so ein Grund sein. Gut, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist ja unglaublich. Sehr, sehr schön. Gut. Ah, Showdown in Deadstone, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Ich glaube sogar schon, dass das die vorletzte ist. Bis dann, euer Schwanne. Ciao. Okay, da oben putze ich gar nicht hin. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Hallo. Lass mich mal lügen. Wir haben noch jetzt hier alles. Oder hier. Brauche ich Pferde vielleicht? Das könnte sein. Ja, probieren wir es mal. Ja, okay, ich brauche Pferde. Also, 1, 2, 3, 4. Ach nee, das ist ja 5. Und mir, haben wir hier noch irgendwo einen Gaul? Hallo? Auch ohne Fahrschein? Und zufälligerweise stehen hier auch 5 Pferde für mich bereit. Sehr schön. Gut. So, schwere Operation. Und wo soll ich hin? Okay. Ich glaube hier hoch. 2, 3, 5 und 6. Gut. Jetzt aber. Ich verabscheue mich. Bis dann, euer Schwanne. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend. Manchmal muss man halt ein bisschen probieren. Bis dann. Ciao.